Ich bin Wolfgang Schneiderhan und ich bin der Präsident des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Die enge, die lange enge Verbindung zwischen dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und dem Musikchor der Bundeswehr wird jetzt mit einem neuen Projekt eindrucksvoll fortgesetzt. Und das zum Weltfriedenstag. Zum Weltfriedenstag ein gemeinsames Zeichen zwischen Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und dem Musikchor der Bundeswehr. Und es freut mich außerordentlich, dass die wichtige Botschaft des Volksbundes, nämlich Arbeit für den Frieden, Versöhnung über den Gräbern, mit einer fantastischen Musik weitergegeben werden kann. Und deshalb danke ich allen Mitwirkenden, allen Organisatoren, allen Helferinnen und Helfern und wünsche uns allen ein außerordentlich eindrucksvolles Konzerterlebnis mit dem Musikchor der Bundeswehr.
Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, und herzlich willkommen aus dem Rhein-Sieg-Forum unserer Garnisons- und Patenstadt Siegburg. Heute in Zusammenarbeit mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Und zwar zu einem virtuellen Konzert unter dem Motto Musik für den Frieden. Über 100 Jahre steht der Volksbund bereits für Versöhnung, Erinnerung, Verständigung und natürlich auch für seine Arbeit für den Frieden. Die seit Jahren sehr enge und intensive Zusammenarbeit mit dem Musikchor der Bundeswehr hat uns in Zeiten der Pandemie zu diesem besonderen und wohl außergewöhnlichen Format bewogen. Das Konzert am Internationalen Weltfriedenstag ist Ausdruck unserer Verbundenheit mit dem Volksbund, ein Zeichen für den Frieden und ein Dankeschön an alle, die diese wertvolle und wichtige Organisation fördern oder unterstützen. Das Programm des heutigen Konzertes folgt zum einen dem Motto Musik für den Frieden und wird Ihnen klangvolle, besinnliche und emotionale Momente schenken. Mit einer Auswahl von jedoch auch kraftvoller und spektakulärer, sogenannter Trailermusik, möchten wir andererseits ganz besonders unsere Jugend ansprechen, die mit dieser Musik aufwächst. Zu Beginn unseres Konzertes gab es bereits von beidem etwas. Wir fahren fort mit dem Titel You Raise Me Up, der sich an Menschen richtet, die in einer schwierigen Lebensphase Halt, Hoffnung und Begleitung durch ihren Partner erfahren. Was könnte besser auch für den Volksbund stehen? You Raise Me Up mit dem Musikchor der Bundeswehr und Manuela Markewitz. When I am down and know my soul so weary, when troubles come and my heart burden beats, then I am still awaiting in the silence until you come and say,
Musik für den Frieden mit dem Musikchor der Bundeswehr am Internationalen Weltfriedenstag aus dem Rhein-Sieg-Forum in Siegburg. Mögen Bedeutung und Wirkung der Arbeit des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge genauso schnell und begeisternd die Welt erobern wie der soeben verklungene Wellerman-Song. Ein Seemannslied aus Neuseeland, das in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstand und rund 150 Jahre später, also heute, durch Nathan Evans, einen 26-jährigen schottischen Postboten, als Remix ein Millionenpublikum erreichte. Mit seiner markanten, vom Leben gezeichneten Stimme sang Louis Armstrong 1967 inspirierende, von Hoffnung und Zuversicht geprägte Zeilen, mit denen sich viele Menschen sofort identifizieren konnten. Die Magie des Titels »What a Wonderful World« liegt wohl in seiner Grundstimmung, die auch etwas sehr Tragisches hat. Als ob Armstrong, der Probleme mit dem Herzen hatte, dessen Lebensabend längst angebrochen war, sich ein letztes Mal umschauen und zurückblicken würde auf den zurückgelegten Lebensweg. Er besingt die einfachen Dinge, zeigt sich dankbar für das, was man viel zu oft übersieht, weil man es als selbstverständlich betrachtet. Gefühlvoll, feinsinnig und virtuos besingt nun diesen Rückblick Hauptfeldwebel Jan Pompino mit seinem Flügelhorn. Thank you.
Unser innerer Verstand, unser guter Wille, etwas Gutes zu tun für den anderen, was gleichzeitig für mich dann auch gut wieder zurückkommt, das ist einfach das Tun, was fehlt in unserer Gesellschaft. Bis heute werden durch den Volksbund Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft geborgen und eingebettet. Ich finde, dass diese Arbeit, die ich hier durchführe, ein ganz, ganz wichtiger Dienst am Menschen ist und auch an den Angehörigen. Und nichts so schlimmer, als irgendjemanden zu vergessen. Und wir arbeiten dagegen. Der Volksbund hat es sich zur Aufgabe gemacht, alle Opfer zu gedenken und ihren Angehörigen zur Seite zu stehen. Mein Großvater wollte auf die Gustloff, aber nicht wissend, welches Grauen ihm da erwartet. Wenn ich mir vorstelle, da unten liegt mein Großvater und ich kann ihm nur noch gedenken. Erinnern oder gedenken, das ist in der Tat kein Selbstzweck. Der Volksbund versucht, nationenübergreifend und generationenübergreifend beizutragen für Respekt und Verständigung, für eine Vermittlung davon, wie man Kriege verhindern kann und wie wir gemeinsam in einem gemeinsamen Europa dazu beitragen können, dass der Friede, den wir derzeit haben, auch erhalten bleibt. Ohne den Krieg wären auch die Verbrechen des nationalsozialistischen Deutschlands nicht möglich gewesen. Mit dem Projekt Peaceline, das junge Menschen zusammenführt, fördert der Volksbund die Begegnung und Bildung auf europäischer Ebene. Weil sich das ja auch wandelt. Also ich schaue jetzt ganz anders darauf als meine Eltern oder Großeltern und dass man diesen Wandel eben auch mitpflegt und miterlebt. Kriege brechen nicht aus. Kriege werden gemacht und zwar von Menschen. Man spürt eben die Verantwortung, die man hat, nicht für heute, sondern für morgen und für übermorgen. Kriegsgräberfürsorge und Angehörigenbetreuung, Versöhnung und internationale Zusammenarbeit, Bildung und Begegnung. Für all das steht der Volksbund. Gewissheit. Gedenken. Dankbarkeit. Vertrauen. Geschichte. Frieden. Versöhnung. Hilfsbereitschaft. Verantwortung. Wertschätzung. Fortschritt. Wandel. We'll be right back.
United we stand, divided we fall. Trailermusik mit dem Musikchor der Bundeswehr am Internationalen Weltfriedenstag. Sie alle standen weltweit im Einsatz für den Frieden, bis das Schicksal sie zeichnete. Als an Körper und Seele versehrte Soldatinnen und Soldaten kehrten sie aus ihren Missionen zurück in ein Leben, das fortan ein anderes werden würde. In diese oftmals unendliche Ausweglosigkeit sendet das Jahr 2014 einen kleinen, aber hoffnungsvollen Lichtstrahl. Erstmals werden in London die Invictus Games ausgerichtet, eine paralympische Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten. Aber mehr noch, die Invictus Games wurden zu einem Stück Hoffnung, einem Ziel, ja einem Wegweiser für ein Leben jenseits der Behinderung. Das Lied Invincible wurde zur Hymne der Invictus Games und wandert seitdem wie ein olympisches Feuer von Wettkampf zu Wettkampf. 2023 kommen die Invictus Games nach Düsseldorf.
Das Musikkorps der Bundeswehr und der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge verneigen sich vor dem Einsatz all dieser Soldatinnen und Soldaten. It's time to spread the news. Something big is coming in Germany. Invictus Games, Düsseldorf, the story continues. Und hier ist eure Hymne.
Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Komm, wir ziehen in den Frieden, gesungen von Kindern des Musikchors der Bundeswehr. Zum Ende unseres Konzertes Musik für den Frieden freue ich mich nun, Ihnen Thomas Zöller vorstellen zu dürfen. Thomas Zöller ist nicht nur ein ausgewiesener Virtuose des schottischen Dudelsacks, sondern auch der erste Festlandeuropäer überhaupt, der dieses Instrument professionell in Schottland studiert hat. Gemeinsam mit ihm erklingt gleich das Stück Amazing Grace, mit dem wir uns von Ihnen allen verabschieden möchten.
Das war das Konzert Musik für den Frieden des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge mit dem Musikchor der Bundeswehr, Manuela Markewitz, Thomas Zöller und unserem Kinderchor. Ich danke allen Soldatinnen und Soldaten des Musikchors der Bundeswehr und allen, die zum Gelingen dieses Konzertes beigetragen haben. Sie alle haben Großartiges geleistet und es hat wirklich Freude gemacht, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Ein besonderer Dank gilt dem Rhein-Sieg-Forum Siegburg, dem Volksbund mit ihrem Präsidenten, Herrn General-AD Wolfgang Schneiderhahn, sowie Frau Christina Rudolph, den Hauptfeldwebeln Andreas Bachmann und Alexander Räuber, sowie Herrn Stefan Reich und Thomas Schmidt. Ein letzter Dank gilt Stabsfeldwebel Mario Lorenz, der heute nach verdienstvollen Jahrzehnten in der deutschen Militärmusik sein letztes Konzert spielte und in den Ruhestand tritt. Ihnen allen, meine Damen und Herren, wünschen wir alles erdenklich Gute, Gesundheit und Gottes Segen. Bleiben Sie dem Volksbund gewogen und unterstützen Sie die Arbeit für den Frieden.